Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Reichlich verliebt, ein brasilianischer Netflix-Film. Und der lief jetzt bei mir die letzte Woche komplett unter dem Radar, hab nichts von dem mitbekommen, jetzt erst gesehen und dementsprechend, es geht um Teto und wir sind auch in der Nähe von Rio de Janeiro. Sein Vater besitzt ein riesengroßes Imperium an Tomaten, im Grunde Tomatensoßen und Tomatenplantagen und er ist so der Tomatenprinz. Hat es natürlich dadurch auch etwas schwieriger, die Liebe zu finden oder die wahre Liebe zu finden, denn ja, wer weiß nie, auf was hat denn jetzt die Frau oder das Mädel eigentlich abgesehen? Und dann trifft er auf Paula, gibt sich aber erstmal als totaler Normalo und ja, Arbeiterkind aus. Das kommt erstmal ganz gut an, aber als er dann merkt, dass Paula wieder zurück nach Rio geht, will er auch unbedingt nach Rio und zusammen mit seinem besten Kumpel ja, dort eine Art Ausbildung anfangen in der Firma seines Vaters, weil der will unbedingt, dass Teto in seine Fußstapfen tritt. Und so beginnt eine Auf- und Abfahrt der Gefühle, der Emotionen. Und ja, es ist alles ein bisschen sehr konstruiert an vielen Stellen. Es ist so eine typische Teenie-Romanze geworden. Und natürlich läuft das dann Ganze nicht so toll, weil er gibt sich natürlich als Falscher aus. Und dann am Ende wird es dann doch irgendwie wieder schön. Und ach, man kann sich alles denken, wie es aussieht. Es ist sehr vorhersehbar. Und ich muss sagen, es ist erzählerisch wirklich an einigen Stellen nicht richtig nachvollziehbar. Und er bauscht zu groß auf, dass es teilweise in so Szenen wie Robin Williams hat es perfekt gemacht in Mrs. Doubtfire, wo er an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein muss. Und dieser Film versucht das hier auch darzustellen, funktioniert nicht so gut. Zudem muss man sagen, sind alle Charaktere in diesem Film, also alle Teens irgendwie so wunderhübsche, tolle Leute, sei es Jungs und Mädels. Also das sind alles so... ja, wirklich glatt gestriegelte. Und man muss auch sagen, er ist ein bisschen besser als Flugmodus. Das war der letzte brasilianische Netflix-Film, den ich gesehen habe. Der war so klischeehaft und hier ist es an manchen Stellen auch so, aber ein bisschen besser geworden. Dementsprechend kann ich insgesamt sagen, ist eher so ein okayer Film geworden. Nicht überragend für Streaming, ist es noch ganz gut mit 3 von 5 Punkten. Im Kino würde ich den klar mit 2 von 5 Punkten abwerten. Kein guter Film geworden. Und insgesamt ist er auch wirklich sehr... simpel, nicht wirklich tiefgehend und man kann sich am Ende denken, wo es drauf hinausläuft. Und er hat ein, zwei schöne emotionale Momente oder nicht unbedingt emotional, sondern wichtige Momente, die eine gute Message bringen. Aber sonst ist er wirklich echt sehr oberflächlich geworden. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!